Wer von euch hat denn an dem MOOC teilgenommen, der da angedeutet ist? Ach du dickes Ei. Alle? Das ist ja schon fast eine Mehrheit hier. Dann hätte ich mir ja diese ganzen Folien da über Inhalte eigentlich. Okay. Das ist dann für die anderen, die es noch nicht erlebt haben. Also ich habe vorbereitet und wir haben vorbereitet, weil wir sind ja eigentlich von unserem Veranstalter schon 3, 4. Simon kommt noch 5. Also da wisst ihr auch gleich, wer das veranstaltet hat und einige von denen, die jetzt von der Unternehmensseite. Einer telefoniert noch draußen. Nee, der ist jetzt hier. Ah, da hinten ist er, genau. Haben wir auch da von Audi. Cool. Also von daher, wir steigen einfach so ein bisschen an. Ich erzähle nochmal so im Kurzraffer, im Zeitraffer, was da passiert ist für die, die nicht dran teilgenommen haben, die vielleicht nur mal auf die Seite geguckt haben und sich jetzt fragen, was war das eigentlich? Dafür gibt es eine kurze Zusammenfassung. Und dann können wir uns eigentlich mal austauschen über Dinge, die passiert sind, warum wir nach links gegangen sind, nicht nach rechts. Ich habe so ein paar Stichworte auch noch mitgebracht, aber die Agenda danach hängt auch ein bisschen von euren Zurufen und Interessen ab. Das betrifft auch schon den Teil, wenn ich den MOOC vorstelle, also grätsch bitte rein, wenn ich da etwas zu kurz mache, weil ich habe jetzt wirklich mit Blick auf so eine Dreiviertelstunde, die wir haben, jetzt nicht ausgiebig nochmal eine Präsentation dieses 10-wöchigen Kurses hier vorbereitet. Nichtsdestotrotz will ich euch die Folie nicht vorenthalten. Das ist die Kurz-Zusammenfassung. Also sprich der MOOCathon, also ein Massive Open Online Kurs, ein offener Online Kurs im Netz, an dem alle dran teilnehmen konnten. Ihr seht hier oben die Eckdaten, der hat zwischen Mai und Juli stattgefunden, war 8 Wochen lang. Was die teilnehmenden Unternehmen angeht, 10 Wochen, weil es so ein bisschen Vorlauf hatte, Einführung und eine Hausaufgabe in der 10. Woche. Ein paar weitere Eckdaten seht ihr hier auch. Veranstalter, Corporate Learning Community, die Kollegen und Kolleginnen, die ich gerade angedeutet habe und jetzt fast vollzählig da sind, haben das Ganze als Idee mal ausgebrütet. Ich glaube, das war so der Jahreswechsel, oder? Ein bisschen früher schon. Okay, wir haben diesen Kurs 2015, einen solchen Kurs, einen MOOC, schon mal 2015 veranstaltet. Und jetzt haben wir überlegt, okay, wir müssten ja eigentlich jetzt mal nach 1, 2 Jahren wieder was Neues machen, machen wir den gleichen MOOC nochmal, also laden da nur andere Unternehmen ein mitzumachen. Was könnte eine neue Qualität sein? Und ich springe gleich mal so auf einen Punkt, was uns damals gefehlt hatte, war, dann macht man einen Kurs mit 1500 Teilnehmern, der dauert 8 Wochen lang und dann diskutiert man sehr intensiv und geht irgendwie auseinander und man hat zwar noch alles im Netz, kann nachschlagen, aber uns fehlt so ein bisschen so die Dokumentation oder ein Ergebnis oder irgendetwas, was man dann jetzt dankenswerterweise doch anpacken kann. Also sprich, können wir sowas wie eine Blaupause für Learning and Development 2025 entwickeln. Und deswegen ist aus dem MOOC 2015 ein MOOCathon geworden. Also sprich, wir haben uns dann nochmal getroffen, für die jetzt nicht dabei waren, und haben versucht, die Ergebnisse oder Erfahrungen aus dem MOOC heraus nochmal in so eine Blaupause, in ein Dokument Learning and Development 2025 zusammenzufassen. Also das so als Verbindung zu dem Lernexperiment, das wir vor 2 Jahren durchgeführt haben. Ihr seht hier die Anzahl der Teilnehmer, die wächst natürlich, die ist auch mittlerweile schon gewachsen, weil ihr könnt euch alle noch anmelden in dem Kurs, dann bekommt ihr, was bekommen die Karl-Heinz heute noch? Links auf Blogpost oder? Also es wird jetzt nächste oder übernächste Woche übergehen, wenn wir quasi den ganz normalen Verteiler, Corporate Learning Community Newsletter übernehmen. Okay. Und dann kommt aus dem MOOCathon selber jetzt kein Content mehr. Da kommt kein Content mehr, aber die Zahl wächst dadurch natürlich noch, weil wir das dokumentieren und aus den 1070 sind jetzt schon 1200 oder mittlerweile geworden. Also waren wir am Ende. Und wer sich jetzt noch anmeldet, meldet sich für die Corporate Learning Community an. Also wir überführen Leute jetzt in die Corporate Learning Community. Wir haben alle gefragt, wer was dagegen hat, soll sich austragen. Und das haben sich weniger ausgetragen und der Rest ist jetzt Corporate Learning Community. Wie immer gilt auch das Kleingedruckte achten. Also hier seht ihr so ein paar Eckdaten. Das waren die Unternehmen, die wir gewinnen konnten für den Kurs.
Online-Kurs und also für die, die jetzt nicht dabei waren, offener Online-Kurs für alle Teilnehmenden, die bereit waren, über das Thema zu diskutieren, also Corporate Learning 2025. Und die Unternehmen hatten dann eigentlich die Freiheit, die Aufgabe, die Möglichkeit, diese eine Woche im Rahmen dieses Kurses mit ihrem Thema zu gestalten, wie sie es wollten. Das grenze ich gleich noch so ein bisschen ein, weil wir hatten natürlich etwas Struktur, wir hatten einen Anfang, ein Ende von jeder Woche, aber eigentlich war das Spielfeld ziemlich offen, was man dann online mit den Teilnehmenden diskutiert. Plattform WordPress, wir hatten vor 2 Jahren das Ganze mal auf einer Lernplattform stattfinden lassen. Wir haben jetzt überlegt oder uns die Frage gestellt, braucht es überhaupt eine Lernplattform? Können wir nicht auf eine noch offenere Plattform gehen? Sprich WordPress, ein Content-Management-System, auf dem sehr, sehr viele Blogs laufen, das sehr vernetzt ist oder leicht zu vernetzen ist und in der Kombination mit Twitter und anderen Plattformen einfach noch mehr Freiheiten bietet, um sowohl Beiträge als auch Menschen zu vernetzen. Deswegen sind wir diesen Weg gegangen und jetzt springe ich einfach mal rein. Erster Teil, hier nochmal so das Ziel, ist vielleicht auch ganz wichtig oder interessant, es war natürlich so ein bisschen zweigeteilt, wie häufig bei solchen neuen Formaten, dass wir auf der einen Seite so die inhaltliche Ebene hatten, also wo wir nachdenken wollten, diskutieren wollten, wo geht es hin mit Learning and Development, mit Corporate Learning. Und auf der anderen Seite ist man natürlich mit einem solchen Format und den vielen kleinen Formaten, die auch in diesen 8 Wochen stattgefunden haben oder eingeübt wurden, natürlich auch immer dabei, sowas wie Medienkompetenz zu vermitteln, zu trainieren, Erfahrungen zu sammeln mit diesen Tools, mit dem offenen Kommunizieren im Netz, mit dem Netzwerken. Das ist für viele Beteiligte in solchen Kursen immer Neuland. Und von daher hat es immer diese 2 Geschichten, man hat so eine thematische Ebene und man verständigt sich auch ganz viel darüber, wie kommunizieren wir jetzt eigentlich. Welche Plattform geben wir, wie tragen wir oder wo tragen wir die Ergebnisse zusammen, wie funktioniert eigentlich Twitter. Also solche ganzen Themen kommen da immer rein und werden wahrscheinlich auch noch für lange Zeit in solchen Formaten reinkommen. Ja, das Ganze hat eine URL, habe ich eben schon mal anklicken lassen, also ihr könnt alle noch auf die Seiten gehen. Ihr könnt euch reingraben in die einzelnen Wochen und Kurse, das ist glaube ich noch alles live, also oder online, sagen wir es mal so. Alles oder vieles. Ja, ganz wahrscheinlich nicht, aber vieles unter einer CC-Lizenz, also für die, die mit dem Stichwort was anfangen können. Also die Materialien können auch dann genommen werden, weiterverarbeitet werden. Und so. Das ganz kurz, die Ansicht einer Kurswoche für die, die jetzt noch gar nicht auf der Seite waren. WordPress heißt seitenorientiert, sprich, das ist jetzt mal ein Ausschnitt aus der Fissmann-Woche. Links oben eine Überschrift, das Thema und dann ein bisschen Text, der beschrieben hat, was man in dieser einen Woche diskutieren wollte. Vielleicht auch schon ein bisschen, wie man es diskutieren wollte. Und dann so ein bisschen an den einzelnen Wochentagen orientiert. Die Links auf die einzelnen Wochentage und dann nochmal wie so eine Binnenstruktur der jeweiligen Woche, was an den einzelnen Tagen dann passiert. Also im Prinzip so eine Art Unterthemen. Und ganz am Ende dann hat sich das Team in der Regel vorgestellt, entweder in kleinen Profilen, wie ihr es hier seht, oder durch ein Video sehr häufig auch. Also das war dann jedem Unternehmen auch selbst überlassen. In der Auftaktwoche, die habe ich eben schon mal erwähnt gehabt, da haben wir vor allen Dingen so, also aus meiner Wahrnehmung 2 Sachen getan. Auf der einen Seite war das eine Woche, wo sich alle Teilnehmer noch ein bisschen mit der Struktur, mit der Infrastruktur vertraut machen konnten. Wir haben nochmal für Twitter geworben, als so zentrales Kommunikationsmedium. Also alle gebeten, doch sich einen Twitter-Account einzurichten. Wir haben nochmal Twitter vorgestellt, also wie es aussieht, wenn man vielleicht nur Tweets konsumiert. Dass man vielleicht TweetDeck nutzt und nicht auf die Seite twitter.com geht. Also Selbstverständlichkeiten für die, die Twitter schon lange nutzen, aber für viele dann doch noch Neuland, was man mit Twitter einzeln machen kann und wie es funktioniert. Also so ein bisschen der Umgang mit diesem Tool. Und zum Zweiten, ich glaube, da fiel auch das Stichwort Working Out Loud zum ersten Mal. Vielleicht war der eine oder andere auch hier schon auf einer Session zu dem Thema. In meiner Wahrnehmung hat das auch sehr viele interessiert. Und das war wie so ein Strang, der sich nochmal
sehr eng verwoben mit dem Kurs, mit dem MOOC, aber auch fast so ein bisschen separat nochmal gebildet hat. Also viele Leute hatten dann auch, viele Teilnehmer am Working Out Loud Interesse und waren sehr glücklich, dass wir in diesem Kurs auch dieses Stichwort aufgenommen haben und dass sich dann mehrere Working Out Loud Circles dann halt parallel noch gebildet haben. Und jetzt springe ich einfach mal so rein in die Wochen, aber wie gesagt, ich finde es inhaltlich gar nichts zu erzählen, dafür reicht die Zeit nicht, nur so ein paar Sachen jeweils kurz highlighten. Ich habe hier nochmal geschrieben, Live-Online-Sessions so als Eckpfeiler. Wer mal in diesen offenen MOOCs drin war, wird da auch eine ähnliche wiederkehrende Struktur feststellen. Und so Live-Online-Sessions, mit denen man eine Woche einleitet, wo sich ein Unternehmen und ein Team vorstellt und eine Session, die dann die Woche abschließt, sind so Eckpfeiler und waren auch Eckpfeiler für uns. Und in dem Fall haben wir Skype for Business genutzt. Das war jetzt auch keine wochenlange Evaluation, sondern eher eine sehr pragmatische Erwägung. Das haben sehr viele da, haben sehr viele Unternehmen da. Es hat trotzdem noch ein paar Tests gebraucht, weil das heißt nicht unbedingt, dass die Unternehmen dann auch auf offene Skype for Business Sessions im Netz zugreifen können. Oder man muss es mindestens mal testen. Das hier kurz angemerkt, links so ein kleiner Ausschnitt. An der Merkwoche, Continental, da das Stichwort vielleicht, weil das passt sehr schön zu Harald Schirmer und den kleinen Ausschnitten, die ihr da links seht. Ich denke, das Video oder Videos haben überhaupt nochmal so eine andere Qualität in meiner Wahrnehmung bekommen gegenüber dem Kurs von vor 2 Jahren. Also es gab jetzt viel mehr so Hands-on-Videos. Also die Vorbehalte, die es vielleicht vor 2 Jahren noch gab, also brauchen wir für Videos ein Videoteam und wie toll müssen die aussehen, wie professionell müssen die gemacht werden, gerade wenn sich Teams vorgestellt haben oder hier der Harald Schirmer, der mal erzählt hat, was in der Kontinentalwoche passieren soll, das ist jetzt sehr pragmatisch geändert worden. Also wir haben ganz, ganz viele Videos. Ich glaube, Karl-Heinz, ich habe dich auch nochmal gleich hier genau. Also da merkt ihr natürlich einfach den Bahnhof aufgenommen, vermute ich mal, oder? Wo warst du gerade? Ja, auf dem Bahnhof Nürnberg. Ja, einfach erzählt hier eine Lernaufgabe, wahrscheinlich winkte die Deadline, die er da irgendwie noch erfüllen wollte, also zack, aufgenommen mit einem Stick oder iPhone und ins Netz gestellt. Sehr pragmatisch. Und Video ist halt ein tolles Instrument, um so ein bisschen die Menschen auch vorzustellen, hinter diesen Kurswochen, hinter den Unternehmen. Und wie gesagt, viele, viele haben das sehr, sehr mit Bordmitteln gemacht, ohne jetzt ihr Marketing-Team da zu involvieren. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön. Sehr schön gewesen, hat auch sehr gut funktioniert. Hier Otto Bock, das ist auch nochmal, die sind vor ihr Unternehmen gegangen, haben dann auch wahrscheinlich auch ein iPhone genommen, so sieht es jedenfalls aus, und reingequatscht und Werbung gemacht für Otto Bock, für das Unternehmen und warum sie jetzt sich darauf freuen, die Woche lang zu diskutieren mit den anderen. Und sie haben es auch zum ersten Mal gemacht. Und sie haben es auch gemacht. Wir machen das jetzt einfach mal. Damit da auch wieder so ein Lernen. Ja. Ich denke, der Harald Schirmer, den ihr vorher gesehen habt, der hat da so ein bisschen das Eis gebrochen. Ja. Und man hat gesehen, okay, der macht hier, das ist ein erfahrener Mensch, Social Media unterwegs, und der macht hier seine Videos einfach am Arbeitsplatz und auf dem Bahnhof und sowas. Und damit war es für die anderen natürlich einfacher, das einfach auch zu machen. Und schnell zu machen, ins Netz zu stellen, und alle die Videos sind meines Wissens auf YouTube auch angekommen. Da merke ich schon, da verändert sich auch etwas. Ne? Also man geht nicht mehr über das Marketing oder die Kommunikation, sondern nimmt sich auch die Freiheit. Wobei wir auch dazu erzählen können, das hat auch in den Unternehmen unterschiedliche Abstimmungen erfordert. Ne? Und irgendwie haben es dann alle geschafft, dass die Kommunikationsabteilung gesagt hat, naja, mach mal. Ne? So, also damit ist im Unternehmen auch so manchmal das Eis gebrochen worden. Ne? Denn auf YouTube durfte eigentlich nicht sonst ein Mitarbeiter irgendwas veröffentlichen. Aber hier waren auch Mutiger am Werk, die zum Teil gar nicht erst gefragt haben und hinterher gesagt haben, hey, wir waren ganz erfolgreich. Und einige haben es wirklich vorher gefragt, und dann hat es halt ein bisschen gedauert, bis die Freigabe da war und so. Aber diese Prozesse waren auch mal nötig. Ne? Genau, also sehr, sehr schön, sehr pragmatisch, hat wunderbar funktioniert und passte sehr gut in die Reihe. DNV ist ein norwegischer, Karl-Heinz, du korrigierst mich, Schiffszertifizierer, kann man das so in der Kürze sagen? Nicht nur Schiff, sondern die machen auch große Öl- und Gasfelder,
die zertifizieren praktisch so, so germanische Leute, das ist ein typischer Beispiel dafür. Ja. Was ich mir hier aufgeschrieben habe, deren Wochenthema war so die Verbindung informelles Lernen. Und die haben einfach nach Beispielen, nach Best Practice und Erfahrungen gefragt. Das ist eigentlich für mich immer eine sehr schöne, wenn einem gar nichts einfällt in so einer Woche, einfach mal zu fragen, hier haben wir ein Thema, wir sind noch nicht am Ende des Weges angekommen und welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Und das Aufnehmen, das Zusammen vielleicht zu dokumentieren oder irgendwie noch zu systematisieren, ist eigentlich schon wunderbar für so eine Woche. Das braucht oft gar nicht viel mehr. Wobei, muss ich jetzt zur Ehrenrettung von der MVG und Gas sagen, sie haben auch schöne Beispiele gebracht, wie sie zum Beispiel die 70 bei dem 70-10-Modell unterstützen, sodass dieses selbstgesteuerte Lernen noch wirklich passieren kann. Und das hat eigentlich eine ganz interessante Diskussion ausgelöst, dass die da schon ein Stückchen voran sind, aber gerne noch ein bisschen weiter wollen. Also nicht, 70 heißt ja, es ist dieses ganze völlig selbstgesteuerte Lernen. Wie weit kann man da überhaupt eingreifen, damit es dann auch selbstgesteuert bleibt? Ja, und welche Rahmenbedingungen kann man setzen, damit es passiert? Und die setzen Rahmenbedingungen, haben da so ein paar Modelle vorgestellt. Da hätte ich mal einen kleinen Disclaimer zur Einführung etwas ausführlicher machen müssen. Also ich stelle immer nur so ein Stichwort zu der jeweiligen Woche und dem Unternehmen vor. Die haben oft ihr ganzes Portfolio gezeigt, einleitend, was sie alles machen, wie weit sie bei den einzelnen Fragen sind. Und wenn ihr hier Umfragen und Beispiele mal hervorgehoben seht, dann eigentlich nur, weil es mir an der Woche gerade aufgefallen ist, dass es dort passte und deswegen aus einer Woche und vielen Materialien ein Stichwort. Bei FISMAN auch nur ein Stichwort wieder, ganz, ganz viel, auch ganz tolle Themen und Fragen. Die Kommentare haben hier auf einmal geboomt. Und wir alle kennen es ja oder haben die Erfahrung gemacht, Kommentarfunktionen, Diskussionsforen schlummern oft so ein bisschen dahin und funktionieren mal überhaupt nicht. Hier hatten wir bei sehr einfachen Fragen, wie motiviert man Lernende, wie funktioniert selbstorganisiertes Lernen, an einem Tag, das ist nur ein Tag, ich glaube der Dienstag, 88 Kommentare. Das war auch so ein Peak, aber ihr merkt, dass man auch gar keine Videos produzieren muss, dass man gar nichts Kompliziertes, Komplexes machen muss. Man kann oft eine einfache Frage stellen, wenn man das noch entsprechend moderiert und also sehr schnell auch aktiv ist in diesen Foren, dann funktioniert das auch. Und FISMAN hat es sehr traditionell, wenn man so will, umgesetzt und aufgenommen, aber hat dort wunderbar funktioniert. Ihr seht auch links wieder das Video, das dann alle Teilnehmenden irgendwann gemacht haben. Arealbank und also wie gesagt, wenn ich jetzt so Features hervorhebe ganz kurz, dann sind es eigentlich so Lernformate in dem großen Format MOOC. Also man kann hingehen und deswegen ist das wie so eine Schatztruhe mittlerweile, dieser Kurs. Man kann das große Format nehmen und darüber diskutieren und überlegen, sind es 8 Wochen oder 6 Wochen und welche Plattform. Man kann aber auch reingehen in die einzelnen Wochen und schauen, was wurde immer wieder neu ausprobiert. Und hier haben wir zum Beispiel einen Twitter-Chat mal ausprobiert. Wer hat an einem Twitter-Chat schon mal teilgenommen? Okay, also anderthalb, ja, üblichen Verdächtigen. Also Twitter, ne, ein Medium mit Millionen Nachrichtenposts von Präsidenten bis zu, ich weiß nicht was, jede Sekunde. Und da sich zu organisieren und zu überlegen, wie kann man ein Brainstorming in so einem Medium machen. Und das hat sehr gut funktioniert dort. 30, 40 Teilnehmer. Man bereitet das ein bisschen vor, man verabredet ein Hashtag, also ihr bekommt jetzt gerade so eine Kurzeinführung in einen Twitter-Chat. Man bereitet ein paar Fragen vor, ein Hashtag, so ein paar Verabredungen. Dann springt man rein, das ist eine hochdynamische Geschichte, ich finde es sehr spannend, weil es ist sehr dicht und lässt gar keine Langeweile oder Fragen aufkommen. Aber war so ein Experimentierfeld für uns einfach, zu überlegen, okay, vernetztes Lernen, Menschen, Teilnehmer sind online, was kann ich mit denen eigentlich in einer kurzen Zeit mal ausprobieren und diskutieren? Porsche, einfach nur noch mal die Erinnerung daran, das war noch mal die Katharina Krenz, die wir dort rechts da zu Wort haben kommen lassen, die berichtet hat über die Porsche-Erfahrungen mit Communities, mit Community Management. Da ist Porsche sehr weit und es war halt sehr schön, wie Unternehmen, in dem Fall Porsche, über ihre Erfahrungen und Projekte erzählt haben. Auch über die Dinge, die nicht so gut liefen. Und das zeichnete sich auch durch alle Wochen eigentlich durch.
Audi habe ich jetzt, da müsst ihr das Stichwort hinten ergänzen, habe ich jetzt gar nicht besonders. Also, was mir dort aufgefallen ist, fand ich die vielen Hinweise zum Beispiel auf die kreativen Lern- und Arbeits- und Kommunikationsräume. Aber das war natürlich so ein Punkt, der jetzt gerade in dem Format und mit den Themen so ein bisschen unterging. Also sprich, wie verändert sich eigentlich das Lernen vor Ort? Wir haben sehr viel über digitales Lernen und neue Formate geredet. Und es hat natürlich auch noch so eine physische Komponente. Und wenn man jetzt an Design Thinking, an agiles Arbeiten, Lernen denkt, dann verändert sich dort natürlich auch an vielen Stellen sehr viel. Und neben dem großen Portfolio von Audi, das ihr da rechts oben so ein bisschen angedeutet seht, gab es auch ganz viele Verweise auf ja, Lernräume, die sich auch verändern, auf das Zusammenspiel von analog und virtuell. Das ist auch nochmal ein sehr spannendes Thema. Aber ja, ich springe nur kurz rein und dann jetzt sind wir im zweiten Teil. Der Kurs war zu Ende. Wir haben 9 Wochen jetzt gerade hinter uns gebracht. Wir haben in der 10. Woche die Teilnehmer nochmal gebeten, eine Hausaufgabe zu erledigen. Und zwar sich Antworten auf 5 Fragen zu liefern. Die 5 Fragen waren, Simon, kriegst du sie in der Kürze der Zeit hin? Dessen, was diskutiert worden ist im Buch von, wo steht das Thema Corporate Learning heute? Was ist so die Entwicklungsgeschichte? Also was hat zu unserem aktuellen Zustand geführt? Wie ist unsere Vision 2025? Also wo wollen wir in 8 Jahren stehen? Auch nochmal das Negative, wo wollen wir auf keinen Fall stehen? Und dann als 5. Frage, was ist so die Roadmap in die Zukunft? Also was müssen wir jetzt eigentlich in den nächsten 8 Jahren anpacken? Was sind die Handlungsfelder? Und das wird jetzt auch innerhalb der Corporate Learning Community natürlich so der strategische Fahrplan sein. Welche Subcommunities behandeln da welche Teilthemen? Und vielleicht was sind Leitthemen, die wir auf dem Corporate Learning Campus in den nächsten Jahren anspielen? Und das ist so quasi das Wrap-up, das was du vorhin gesagt hast, was uns im 10.2.2015 eigentlich müssen gegeben. Genau. Dieses Wrap-up hat stattgefunden am 7. und 8. September, auch in Frankfurt. Wir haben eingeladen, also wer Lust hatte zu kommen, der hat einfach gesagt, ich bin da. Wir haben zusammen gearbeitet, das sollen die Fotos und Tweets ein bisschen andeuten. Und wir haben die Fragen einfach aufgenommen, wir haben vorher die Hausarbeiten etwas zusammengefasst, hatten dadurch schon so, ich sag mal, Rohmaterial für die Antworten und die Blaupause, die wir entwickeln wollten, und haben dann an 2 Tagen uns mit Wikibooks herumgeschlagen. Ja, ist doch eine ganz neutrale Beschreibung, oder? Also, wir haben auch da wieder Erfahrungen gesammelt, wie funktioniert das eigentlich und was geht nicht. Alles verdichtet auf 2 Tagen, also es war wirklich ein Hackathon, ein Sprint. Und wir haben ein Ergebnis produziert. Also ne, es war nicht umsonst, das steht auch im Netz, also auch da der verkürzte Hinweis, geht einfach bitte auf den Link dort unten, wenn ihr es schafft, an die Folien zu kommen. Klickt drauf oder dann doch einfach googeln. Wikibooks hat ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis. Ihr findet da sehr schnell das, was wir dort an den 2 Tagen entwickelt haben. Habt ihr jetzt für den Kasten da eine spezielle Dramaturgie oder sowas? Oder? Ja, ich habe mir versucht, dem eins zu geben. Wer mag, kann den nachher noch mitnehmen und wir legen sie dann nachher später. Ja, dann muss ich nicht schwätzen über das Virtuelle hier im Raum. Also, wir haben die Printouts ja auch da. Ich wusste aber nicht genau, ob das irgendwie so eine Geschenkbox war, die ihr am Anfang aufmacht. Also wir haben sogar die Ergebnisse da vorne. Wer Interesse hat, guckt da einfach und dann klasse. Und da sind die Printouts sogar immer da. Also das in der gebotenen Kürze. Auch jetzt kann ich eigentlich einen Break machen und schauen, habt ihr Fragen, die euch auf den Nägeln brennen, auf dem Herzen liegen? Du warst dabei, die ist gefangen.